Das ist schon wieder absolut crazy, was hier abgeht. Der Bre lebt voll in seinem eigenen Film. Nichts kann ihn stoppen. Außer eins von denen hier. Yep, und damit einen wunderschönen guten Tag. Und ja, ja, ich weiß. Video heute nicht pünktlich um 14 Uhr. Bennert, nachdem das Video wieder zu spät kam. Ja, Real Talk, so fühle ich mich wirklich. Naja, wie auch immer. Komm, let's go. Wir gehen rein in ein paar goofy Memes und Videos. Der Typ in diesem Video hier macht mit eines der gottlosesten Dinge, die man tun kann. Ach du Scheiße. Das ist wirklich ekelhaft. Bah. Bro, die armen Leute, die dort standen und einfach nur entspannt nach Hause fahren wollten, nach einem anstrengenden Tag. Das ist der größte Albtraum, wenn man auf den Bus wartet. Junge, war das eine riesige Welle. Die sind alle bis aufs Letzte komplett nass. Das ist wirklich absolut gottlos. Und genauso krass geht es weiter. Was zum Teufel passiert denn jetzt hier? Nie im Leben kämpft da eine Krabbe gegen einen Roboter. Okay, ich setze jetzt alles auf die Krabbe. Komm schon, zeig's dem... Oha, oha, oha. Nee, 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 das ist unfair. Das ist ein unfairer Trick. Oh mein Gott, was hat die Krabbe mit ihm gemacht? Sie hat kurz den Spieß umgedreht und ihn gepackt und auf die Fresse gehauen. Ich muss das nochmal sehen, das war ja unglaublich. Wow, wenn es davon mehrere Shows gibt, ich würde dafür Eintritt bezahlen, nur um mir das live anzuschauen. GG's an die Krabbe. Go. Go. Ja, gut, super. Wenn ich das schon sehe, dann ahne ich ja, was in den nächsten 10 Sekunden passieren wird. Go. Go. Step on it. Go. Oh, kurz schlafen gelegt. Go. Schlaf, Kindlein, schlaf. Das war auch schon wieder absolut bodenlos. Die arme Frau wollte sich doch nur einmal wieder jung fühlen. Und dann hat sie sich 10 Jahre weiter vor Richtung Altersheim geschickt. Dieses Standbild ist so krass. Die gute Dame hat kurz das Haus bis auf die Grenzen getestet. Ich sag's so, wie es ist. Dieses Video heute ist eine andere Stufe. Digga, er macht Bilder von mir und denkt, ich sehe nicht. Ey, wen sein Opa ist das da? Oh nein, nein, nein. Bro, das ist halt wirklich weird as f***. Dieser abgefuckte Rentner da, ne? Also jetzt mal Spaß beiseite, was ist das für ein Creep? Und wieso muss das auch so klischeehaft deutsch sein? Dieses Hemd, dieser Bierbauch, dieser Hut, dieses Gesicht und dann natürlich noch diese goofy A-Klapphülle. Ey, ey, nee, nee, nee. Und dann auch noch dieser Blitz. Ja, na klar muss der Blitz noch an sein. Ey, das ist wirklich gottlos, ne? Der Typ ist voll der Weirdo, Mann. Voll der Ekelhafte. Ich habe Angst, dass ich später mal im Alter so ende, ne? Das ist, die Gefahr ist halt wirklich immer da. Oh Mann, ey. Aber er hat die Fotos bestimmt nur gemacht, weil er deine Klamotten ganz nice fand. Hä? Wie random. Was war das? Was hat er da versucht? Ich habe echt keine Ahnung, in was für einer Psychose wir uns heute befinden, aber das war funny as f*** mit diesen Sounds. Wie stumpf er diese Laterne umfährt. Okay, der Typ im nächsten Video stellt sich wirklich den wichtigen Fragen im Leben. Und zwar testet er sein Haustier. Hunde und Katzen sind oft dafür bekannt, dass sie Alarm schlagen, falls ihrem Besitzer irgendetwas passiert in der Wohnung. Und der Bre hier testet einfach mal seinen Hamster und schaut, was er macht, wenn er neben ihm umfällt. Seeing if my hamster cares about me. Was ein Ehrenloser! Der B***er wollte nicht helfen, sondern nochmal auf Nummer sicher gehen, dass er wirklich RIP geht. Nee, 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 Bro, was? Was? Der konnte es kaum erwarten, der dachte sich, endlich, ja man, come on, hier den Stuhl bekommst du auch noch drauf.
Und danach hat der Hamster safe noch emoted vor ihm. Würde das mein Hamster mit mir machen? Ich würde ihn, glaube ich, an einen Ballon schnallen und ihm eine gute Reise wünschen. Okay, bitte schnallt euch an. Und das meine ich diesmal nicht als Spaß. Ich bin auf eine Familie gestoßen, die einfach... Ich finde keine Worte dafür. Ich kann das wirklich nicht in Worte fassen, was ich hier sehen musste. Ich glaube, das ist die schlimmste und gottloseste Familie auf diesem gesamten Planet. Ich sehe die erste Sekunde und mir reicht es direkt. Ich will abbrechen. Ich will das Video nicht weitermachen. Oh, bitte nicht. Ach du heilige Scheiße. Ja, ihr seht richtig. Diese Familie denkt, dass sie Hunde sind. Die denken wirklich, dass sie ein Hunderudel sind. Sie identifizieren sich wirklich als Tier. Oh Gott, bitte erlöst mich. Was passiert da? Wir sind 100% verloren. Ich habe selber keine Ahnung, wie ich auf die gestoßen bin. Aber das ist das Cringieste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ich verstehe wirklich so einiges, aber das... Nee, Mann, nee. Das kann man auch nicht mehr als normal abstempeln. Ich mache mir wirklich Sorgen um diese Leute. Vor allem um das arme Kind, was da einfach reingeboren wurde und nichts dagegen machen konnte. Sie konnte noch nicht mal reden und die Familie hat schon beschlossen, dass sie auch mal ein Tier später wird. Nice. Die Familie besteht auch nur aus diesen vier Mädchen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wer die Mutter hier ist, aber ich denke mal sie. I'm the Alpha, I'm the leader, I'm the one. Beziehungsweise sie identifiziert sich als der Alpha der Gruppe. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Kein Wunder, dass der Vater hier auch nicht mit dabei ist. Der Bruder ist selbst schon durchgezogen. Der hat überhaupt gar keinen Bock auf die Beste Entscheidung, ich sag dir so, wie es ist. Ich empfinde Schmerz am ganzen Körper, wenn ich mir das angucke. Das ist wie ein Unfall. Es ist absolut grausam, aber man muss einfach hinschauen. Ich schwöre, genau das kommt dabei rum, wenn man zu viel TikTok konsumiert. Das ist das perfekte Beispiel für die Generation TikTok. Die denken halt wirklich, dass sie Tiere sind. The pack is family. Loyalty is everything. Hä? Okay, danke für die Info. Ich sag's euch so, wie es ist, ich hab Angst vor denen. Den traue ich auch alles zu. Die vermehren sich safe auch in der Familie, weil finde doch mal jemanden anderen, der auf dieser Wave schwimmt. Das funktioniert nicht. Bro, also ich will eine normale Frau später haben und keine, die in der Nacht um 4 Uhr am Jaulen und Kratzen ist wie ein Tier, Hund, keine Ahnung, was die sind. Das ist die gottloseste Familie der Welt. Ich halt Abstand davon. Macht, was ihr denkt. Puh, das war hart. Ich muss erstmal wieder drauf klarkommen, was hier gerade passiert ist. Erstmal wieder runterkommen und was Normales in meinem Kopf lassen. Heute zeige ich euch, wie ihr euren Crush entführt. Klasse, geht perfekt weiter. Heute zeige ich euch, wie ihr euren Crush entführt. Ihr packt euch sein Haustier und geht nach Hause. Sobald ihr zu Hause seid, wartet ihr einfach, bis er sein Tier für vermisst meldet. Dann ruft ihr bei ihm an und sagt, hey, ich habe deinen Hund gefunden. Und sobald er kommt... Hallo. Damn. Wenn sie nicht so verrückt und verliebt in mich ist wie sie, dann will ich sie nicht. Aber lass doch den armen Hund aus dem Spiel. Aber wenigstens ist es diesmal ein echter Hund. Nicht so wie gerade. Oh Gott, ich fange schon wieder damit an. Bitte geht raus aus meinem Kopf. Gönnt euch meinen krassen Snipe. Ignoriert meine Löcher. Oh, the train is coming, Leo. Bro, what the f***? Ey, ich bekomme doch heute wirklich eine Psychose bei diesem Video. Ich kann das alles nicht mehr. Was zum Teufel war das für eine Lache? Oh, the train is coming, Leo. Geil, Mann, wirklich. Kennt ihr, wenn ihr auf TikTok oder YouTube Shorts unterwegs seid, diese Videos, wo oben was abgeht? Podcast, Memes, keine Ahnung was. Und unten muss immer so ein Gameplay laufen, damit die Zuschauer schön lange dranbleiben und das Gehirn gefüttert wird. Und hier wurde das einfach mal umgedreht. Das ist der Content, den ich sehen will. Und ja, keine Ahnung, Mann. Das war's jetzt auch mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder pünktlich um 14 Uhr. Ja. Bis dann.